Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Paradise, wo wir ja gerade, wie ihr das ja in den letzten Folgen gesehen habt, dabei sind, unseren Keller ein wenig auszubauen. Und, Alter, Buggy McBug. Und da sind wir weiterhin unterwegs. Wo ich jetzt einmal überlege, wie ich das hier, gestalte. Ich glaube, so in etwa machen wir das. Ihr werdet auch nachher sehen, wofür das Ganze gut ist. Aber wir, wie gesagt, müssen wir hier ein wenig was umbauen, weil wir ja noch etwas vorhaben. Oder weil mir gerade zufällig eine sehr coole Idee gekommen ist. Und ich hoffe, dass sie auch so funktioniert. So. Okay, dann machen wir hier erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, spätestens jetzt wisst ihr, was ich vorhabe. Spätestens jetzt solltet ihr mitbekommen haben, was ich hier vorhabe. So. Und ich habe auch schon eine weitere super Idee, die wir dann in der nächsten Folge, je nachdem wie lange wir hier noch brauchen, dann quasi umgesetzt bekommen können. So. Denn ich möchte hier einfach ein paar Felder reinmachen, damit ich hier so ein bisschen das Zeug quasi ernten kann und gleich in die Kiste werfen kann. Was eigentlich ziemlich cool ist, so gesehen. Deswegen habe ich das vor, halt hier in meinem Keller zu machen. Und ich dachte, dadurch, dass wir den Raum eh noch hatten, funktionieren wir den halt eben ein bisschen um und machen den dementsprechend dann halt zum, ja, halt zu einem Lager, zu einem Farmbereich. Auch wenn ich hier eigentlich das Lager noch hätte weiterbauen wollen, aber ich dachte, wir haben ja da drüben erstmal das Lager, was ja auch erstmal befüllt werden müsste. So gesehen. Und ehe das halt komplett voll ist, habe ich mir dann gedacht, warte ich erstmal ab und gucke mal. Und baue jetzt hier erstmal in diese Räumlichkeiten erstmal was anderes ein. So, hier drüben die Dings wird halt ein bisschen kleiner denn dementsprechend, aber ist ja auch nicht so sonderlich schlimm. Ist jetzt nicht alles 100 pro auf einen Zentimeter und alles ausgelotet, so gesehen. Aber dennoch sollte es doch vernünftig sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Baue doch noch mal ein bisschen um, Leute. Ich glaube, ich mache das doch so, dass die Tür dann hier rein ist. Fällt sie auch, glaube ich, gar nicht mal so sehr auf. Die
nehme ich die ganze Bahn hier weg. Und die ganze Bahn hier auch. So, hier packe ich dann das so hin. Hier mache ich dann quasi den Weg. Das nehme ich dann auch weg. Das ist Minecraft, meine lieben Freunde. Willkommen. So läuft das Ganze hier. Mit Minecraft. Na, das ist ein Auf- und Abbauen. Das ist halt ganz normal und gehört vollkommen mit dazu. Und jeder, der jetzt denkt, Alter, was macht er da? Kann er nicht mal richtig bauen oder was auch immer? Sorry, Leute. Aber genauso funktioniert das Ganze. So. Na, weil viele Dinge ergeben sich erst später. Guck, jetzt haben wir hier nämlich 2, 4, 5. Hier haben wir auch 2, 4, 5. So passt es dann halt und ist auf jeden Fall symmetrischer und viel, viel schöner und besser als zuvor. So. Jetzt müssen wir gleich nur noch mal gucken, dass wir dann noch ein bisschen Wasser bekommen. Und dann haben wir unseren kleinen, aber feinen Erntekeller quasi bereit. Ich meine jetzt eine Wheat Farm oder so müssen wir jetzt nicht unbedingt hier reinballern, weil die ist ja schon oben so gesehen. Ne? Aber jetzt haben wir hier quasi, können wir hier reingehen. Achso, hier die Pressure Plates muss ich hier noch hin hochbasteln. Hier und da. Na, dann gehst du hier so rein, zack, kannst hier farmen, kannst da farmen. So, und der weitere Weg wird auch noch kommen. Es wird noch weitergehen. Aber wartet da erst einmal ab. So, hier hatte ich irgendwo gerade eben eine Ho in der Hand gesehen. Hier habe ich die. So, und ich brauche jetzt erstmal ein... Ich nehme gleich mal zwei Buckets mit. Packe hier das Holz schon mal wieder rein. Hier das Ganze müssen wir mal wieder ein little bit sortieren. So, 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 so und so. Bei uns Creepern ist das so. So, schöne Sache. Hier kommen dann ganzen Stonies rein. Ja, der kommt hier hinten rein. Ich muss noch mal gucken, wie man diese geilen Frames baut. Hier kommt Trash rein. So, hier mache ich schon mal zack. Können wir hier schon mal Potatoes pflanzen. Ja, obwohl, bevor ich das mache, sollte ich vielleicht lieber ein bisschen Wasser besorgen. Dadurch, dass wir hier Wasser gleich an der Quelle sitzen, ist das ja auch gar nicht mal so das Problem. Zack, zack, zwei Eimerchen, schönes Ding. Alter, mein Inventar ist mal aufgeräumt. Ja, was ist da denn los? Heftige Sache. So, hier ein Wassereimer und da ein Wassereimer. Dann brauchen wir eigentlich noch einen dritten Wassereimer. Dann gehen wir halt nochmal hoch und holen uns einen. Ist ja kein Problem. Wir haben ja Zeit, Freunde. Wir haben ja Zeit. Zack. Hätte ich mir lieber noch einen vierten mitnehmen sollen? Ich weiß es nicht. So. 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 Und so. Ich hoffe, das ist auch jetzt richtig so. Wäre nämlich doof, wenn nicht.
So, hier kommt dann die Kartoschki-Reihe hin. So, ich glaube, wenn es dunkel wird, ist es nämlich nicht... Oder ist es dann gewässert? Ich weiß es nicht. So, nehme ich hier mal ein Schild. Alter, was? Kartoffeln. 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 Machen wir da. So. So. Alles klar. Dann ist das auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt gehe ich mal kurz nach oben wieder. Und gucke mal eben, ob die Dings schon fertig sind. Das wäre nämlich mega gut. Sieht gut aus. Sind die schon soweit? Ich traue mich, die noch nicht rauszuziehen, weil wenn sie eben noch nicht so weit sind, ist es scheiße. Soll ich es riskieren? Ich riskiere es. No risk, no fun. Ich sehe es aber schon, dass sie noch nicht so weit sind, glaube ich, oder? Riskieren! Oh, eine habe ich rausbekommen, ja. Wahrscheinlich die eine, die wir auch da eingepflanzt haben. Aber das macht ja nichts. So können wir auf jeden Fall erstmal hier was. Zack. Möhrchen. Hier kommen die Möhrchen hin, ja? So. Da haben wir jetzt Kartoffeln. Da haben wir Möhrchen. Also ein Möhrchen. Ne, dann sieht das Ganze so aus. Ist ganz nice, muss ich sagen. Ist echt was Gelungenes. Ja, ich bin gespannt. Dann können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr anpflanzen. Warum jetzt auch immer die Möhre hier wieder rausgeht. Ist doch gleich neben Wasser. Oder ist es hier zu dunkel? Das kann natürlich auch sein. Mache ich hier nochmal da eine Fackel hin. Hier eine hin. Hier eine hin. Da eine hin. Hier eine hin. Hier eine hin und da eine hin. Damit die auch genügend Licht haben. Und dann sollte das, glaube ich, auch ausreichend sein, oder? So, hier, warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann muss hier noch eine Fackel hin. Dann ist das auch gerecht. So, hier kann auf jeden Fall nichts mehr spawnen. Hoffe ich doch mal. Gut. Denn, sieht es doch echt ordnungsgemäß aus. Und so kann man das Ganze dann doch letzten Endes machen. Wunderbar. Das sollte jetzt auch wachsen da. Super gut. Dann mache ich hier schon mal drumherum ein bisschen was frei. So, das hätten wir dann. Dann könnten wir theoretisch gesehen hier mal eben überall das Zeug rausnehmen, was da noch so überall dazwischen hängt. Hier nichts, hier nichts, hier nichts, hier nichts, hier nichts, 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 nichts. Gut. Leute, dann würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Ausgabe von Minecraft Paradise wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wäre auf jeden Fall super cool. Gerne auch was in die Kommentare schreiben. Würde mich auch mega freuen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, euer Bauer. Ciao, ciao.